not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it, consider it done. Also finde ich meine Musik wesentlich schöner. Be the change you wish to see, Gandhi. Und das von Victoria? Aha. Okay, Vermisstenpost ist immer noch da. Okay. Oh, nee. Nein, hör auf! Ah, nicht zurückspulen! Ja, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it, consider it done. Ich sag ja einfach mal hallo, wir können ja mal nett sein. Okay, sie macht nicht auf. No Brooke here. Ich weiß zwar nicht, warum ich da klopfen sollte, aber hier will be... Oh Gott, ey, kann ich das wieder wegmachen? Am Anschlagbrett was Neues? Ich glaube vermutlich this nicht. Is like the public DNA of our dorm. Nee, da ist nichts Neues. Immer noch der vegane Club. Kate is an early bird. She might be up and gone. They live. Sprechen wir mal mit Elisa. You okay, Alyssa? Immature assholes. Sorry, Max. I'm not feeling social right now. Hm. Was macht er denn hier? Ich dachte, hier sind Jungs nicht erlaubt. Cheater. Was hat er da geschrieben? Lore. Ach, love you. Ach, okay, ja stimmt. Das war ja die Streitigkeit, die wir da letzte Folge hatten. Sprechen wir mal hier mit. Ah ne, ich kann sie nur ansehen. There's Brooke. Looking smarter than everybody. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Clearly not a morning person. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So... Are you coming to the party or not? Natürlich. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back. Genau. That's the immer spirit, ausprobieren Max. Und versuchen. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. So, was haben wir hier? Anti-Baby-Pille, okay. Ja, das wissen wir ja schon. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Curiosity killed the Max. Ja, wir können die Zeit ja zurückspulen. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, Dora. Dana Ward, Subscribers, 6583. Relationship status, not single, happy birthday, Joy Joy. Okay. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Tödliches, okay. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Gothic Birds. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Gothic Birds. Das Q ausgesprochen oder
Ja, Woman's Outfit ist auf jeden Fall hier so Gothic-Kram. Rollschuhe. Rollerblades. Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Und Trevor's Jacke. Trevor okay. is making himself comfortable. Ugh, hope they don't get busted. Moment, kann ich mir die Figur nochmal anschauen? Wer Trevor? War das Trevor, der mit... Nee, ich kann mir leider nicht alle Personen nochmal anschauen. Aber war Trevor die Person? Mein Gedächtnis ist leider ganz schlimm. Aber hier steht Love You T-Punkt. Das ist wahrscheinlich Trevor. Wenn die andere Person jetzt irgendwie hießen würde Tom oder Tyler, dann, liebe Entwickler, wäre es nicht sehr klug, so Personen den gleichen Anfangsbuchstaben zu geben. Story Narrative Number One gibt Figuren, die in einem ähnlichen erzählerischen Strang sind, sich voneinander abhebende Namen, um mögliche Verwirrung bei dem Zuschauer zu verhindern. Game of Thrones macht das ganz schlecht. Da heißen Leute leider sehr ähnlich und da gibt es sehr viele Leute, die durchaus ähnliche Namen haben. Rob, Robert. Da gibt's, das ist nicht ganz so klug. Also bitte, liebe Leifel Strangemacher, sagt mir, dass T Trevor ist und nicht Taylor oder so. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Ich meine, bei Game of Thrones, das ist ja ganz schlimm. Es gibt Robin, Rob, Robert und es gibt bestimmt noch mehrere Robs und so. Es macht In-Lore wahrscheinlich Sinn, weil das halt einfach ein Name ist, der zu der Zeit dann in dieser Fantasy-Welt oft vorkam. Aber kann man trotzdem. This is both sad and pathetic. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich höre, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber das war bei mir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid, Logan. Ah, okay, das war Logan. Ja, okay, das ist schon mal gut von den Entwicklern, dann nicht irgendwie den gleichen Anfangsnamen zu benutzen. Okay, wir haben uns hier, glaube ich, alles angeschaut. Und auch wenn sie nicht so der Partytyp ist, meistens ist es so, dass man vor einer Party, wenn man nicht der Partytyp ist, ich habe auch nicht immer Lust, sich irgendwie, Lust, kann ich mich noch dran erinnern, dann immer irgendwie, wenn man irgendwie eine Verabredung hatte oder so, oder vorhatte, irgendwie auf eine Feier oder so zu gehen, dann abends hinzugehen. Aber meistens, wenn man dann da ist, ist es ein richtig geiler Abend und macht richtig Spaß. Man muss ja einfach sagen, ich gehe jetzt hin und habe einen geilen Abend und meistens funktioniert das dann auch. Okay, das hatten wir jetzt auch schon angesehen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir uns alles angeschaut. Ah, da ist Kate. Rachel is a whore. Oder war sie Rachel? Nee, sie war Kate. Nee, Rachel ist ja die Vermisste. Boah, ich muss die ganzen Namen wieder. Es ist jetzt leider wieder ein paar Tage her. Out of order, sorry. Irgendwas mit you bitch, keine Ahnung. I'm good to flow, thanks. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Lass dich gegen Grippe impfen, bevor die Grippe dich erwischt. Mach dich heute immun. Haben wir hier. Otter power? I'm so not there. Otter power, can you swim to success? Otter swim team tryouts. As for... Ja, okay, Otter sind flotter. Okay, werde Mitglied eines der besten Highschool-Schwimmteams der Nation. So, was hat denn Kate zu sagen? Hey Kate, how are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning?
I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Okay, merken, wir müssen ihr irgendwas bringen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich das vergessen kann, aber ich muss auf jeden Fall dran denken. Gut, dann, los geht's. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up, and you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate, or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. I better get dressed and go give back Kate's book. Aber vorher machen wir das hier weg. Beziehungsweise können auch das Waschbecken benutzen. Hello? Water? Sorry. I forgot. Ah, okay. Das ist natürlich suboptimal. Ach, das Poster, okay, das haben wir schon gesehen. Moment, kann ich sie trollen und. Oh, schade. Was steht da? Is that the link to Kate's video? Damn, Kateswit.com. Boah, was für ein Arschloch kann man eigentlich sein, ey, diese Victoria. So ein richtig stereotypisches, bitchiges Arschloch. So wie in Until Dawn auch diese eine, wie hieß immer, wie hieß die denn nochmal? Hieß die Emma oder so? Ich weiß auch nicht mehr genau, diese zickigen, abgehobenen. Ah, oh Gott, ey. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Auf jeden Fall dann auch noch eine Mobbing in der Form, ganz ehrlich. Oh. Die arme Kate. Ist hier irgendwas Neues? Können wir jetzt mit ihr reden? Ich meine, sie ist alleine. Ja, können wir. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Wir können jetzt noch mal vielleicht ein paar Türen klopfen. Ah, Taylor ist diese... Ja. Haben wir hier jemand... Oh, hier ist jetzt Juliet, okay. Hallo, Juliet. Hey, Max! Did you check out Kate's hot video yet? Why should I? Because it's fucking hilarious.
Church girl gone wild. Kate's not like that, and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Was ist das denn für ein Sinn? Jetzt auf einmal fühle ich mich schlecht, oder was? What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. My mind works in devious ways, too. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Excuse me. I'm texting Zach. Hat sie noch mal was zu sagen? Later, Max. Ne, hat sie nicht. Okay. Jo, dann bis später. Look at me, I'm Max Selfie. Ach Gott. Warning. Severance came on. Ja, okay. Ugh, no fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up? Oh, das war doch Victoria. Nobody messes with me, bitch. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. What the fuck? Es ist ganz schön kranker Scheiß. Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Oder Nathan? Achso, Nathan. Ja, es kann natürlich auch von Nathan sein. Ja, stimmt. Ich... Ja, das könnte natürlich auch sein, dass es Nathan war, der war ja auch ganz schön, naja. Nathan habe ich ja gerade gar nicht dran gedacht. My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Wollte sie sich auch nicht vorher anziehen oder so, ja? Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week, and he couldn't even rewind time. No book here. Hmm. Of course she just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Wir wollen was Neues am Laptop, Warren eine neue Nachricht. Warren is blowing up my inbox. This is so... This war- and I thought I was into Halloween. Nee, aber nicht. Okay. Dana is not messing around here. I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? Wahrscheinlich nicht. Vermute ich einfach mal. Wahrscheinlich eher nicht. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt, ich weiß, wo du schläfst. Ja, okay, das ist sehr wahrscheinlich Nathan. Da unten links ist er. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody.
I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. If I'm not already. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max.